Moin, moin und hallo! Heute zeige ich euch, wie man wundervollen Himbeer-Limetten-Tee machen kann. Dafür benötigen wir eine Tasse, einen Löffel, etwas Süßstoff und die besagten Himbeer-Limetten-Tee im praktischen Aufgussbeutel. Dazu benötigen wir natürlich auch noch einen Wasserkocher. Diesen werden wir jetzt anmachen und ihn erhitzen, bis das Wasser kocht. So, jetzt holen wir einen Beutel heraus, reißen ihn auf und entnehmen den Aufgussbeutel. Dort ist immer eine Schnur dran, die lassen wir herausfallen, also heraushängen und schmeißen den Beutel in unser Gefäß. So, dann wickeln wir es einmal rum und unter der Schnur, die in das Gefäß ragt, hindurch. So wird auch festgestellt, dass das Bümselchen hier oben nicht hereingezogen wird. Darüber kommt noch ein Süßstoff herein, den drücken wir einfach heraus. Und jetzt geht es weiter mit dem Wasser. So, nun sehen wir, dass unser Wasser kocht und können nun unseren Tee aufschütten. Es sollte jeden Moment ausgehen. Genau. So, verbrennt euch nicht. Jetzt kommen wir zur Tasse. Die Tasse sollte nicht ein dünnes Gläschen sein, sondern achtet darauf, dass es ein hitzebeständiges Material ist, wie eine Teetasse, eine Kaffeetasse oder ein hitzebeständiges Teeglas. Nun kippen wir das nicht mehr ganz kochende Wasser hinein, bis das Gefäß dreiviertel voll ist. Sehr schön. Nun haben wir noch eine Wartezeit von 2 bis 3 Minuten und dann können wir, ach Quatsch, 5 bis 8 Minuten bei diesem Tee. Sehe ich gerade. Und dann können wir den Tee auch gleich genießen. Bis gleich. So, nachdem der Tee nun sein Aroma an das Wasser abgegeben hat, nehmen wir das. Hier auf den kleinen Fläppchen steht das nämlich 5 bis 8 Minuten Ziehzeit. Popeln wir das wieder da raus und entnehmen den Beutel. Der kommt weg. Danach rühren wir eine Runde um. Und damit ist das Teegetränk auch schon fertig für den Konsum. Dann sage ich guten Appetit, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.